Abenteuer. Around the World mit Rainer Meutsch. Einen schönen guten Morgen heute am 10. Juli. Tobias ist hier. Er wollte mal dem Winter entfliehen. Bei uns kommt er ja erstmal ja so um 3-4 Monaten. Da weiß er nie, wie stark. Aber er hat gesagt, ich gehe mal auf Nummer sicher und ich mache eine Reise mit meinem Motorrad durch Indien. Was er dabei alles erlebte, das erfahren Sie in Mein Abenteuer bis 12. RPR 1, Mein Abenteuer, wird präsentiert von Fingerhuthaus. Energieeffiziente Traumhäuser zum günstigen Festpreis. Mehr auf fingerhuthaus.de. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Tobias ist heute Morgen aus Stuttgart angereist. Der ist ja schon ein alter Bekannter, denn er ist ja der Spezialist, der Tourguide schlechthin, wenn es um Motorradreisen geht. Du nimmst uns ja heute mit nach Indien. Warst aber vorher schon mit anderen Abenteuern in meiner Sendung, Tobias? Richtig, ich war ein paar Jahre in Afrika unterwegs. Ich hatte die Gelegenheit, Südamerika zu erkunden, habe dort ein kleines Motorrad gekauft. Und war in Asien, Indien. Überall warst du schon gewesen, gell? Und Indien ist ja heute unter anderem unser Thema. Wovon verdienst du eigentlich dein Geld? Ja, das Geld verdiene ich mit Arbeiten in Deutschland. Es sind im Sommer hier einige Motorradtreffen und die brauchen natürlich immer eine Crew, die im Hintergrund aufbaut, vorbereitet oder an den Tables die Flagge schwingen. Und das mache ich und dann im Winter nehme ich das Geld und statt mir eine Wohnung zu mieten und diese zu beheizen, investiere ich lieber in Flugtickets und ja, schaue mir neue Länder an, in diesem Fall zum Beispiel eben Indien, ja. Du bist ja dann so ein moderner Rowdy, gell? Die Konzertveranstalter haben ja immer, wenn die Rolling Stones kommen, jemand dabei, der sich um sie kümmert auf der Bühne und du kümmerst dich ums Motorrad und die hat deren Reisen. Bist auch Reiseleiter gerade für eine österreichische Firma, gell? Genau, ich habe das Glück gehabt, einen Job bekommen zu haben bei Firma Edelweiss. Wir machen Motorradreisen für wohlhabende Leute, die jemand brauchen, der sich um ihr Gepäck kümmert und sowas oder sie begleitet durch Reisen in die gefährliche Schweiz oder nach Liechtenstein, wo man natürlich einen Tourguide braucht. Und diesen Job übernehme ich gerne und in meiner Freizeit zieht es mich dann aber eher in dritte Weltländer. Ja, und so warst du dann in Indien gewesen und da muss man doch, glaube ich, erstmal mit Vorurteilen aufräumen, gell, bei Indien. Ja, das Krasse ist, dass man natürlich in Deutschland einen extrem schlechten Eindruck über Indien hat. Man hört so viel Negatives in der Presse und jeden, dem man dann erzählt, ja, man möchte mal nach Indien reisen, der rät einem ab und so, aber niemand war wirklich da und jeder kennt die Geschichte nur aus dritter, vierter Hand. Und heutzutage hat man die Gelegenheit, so einfach hinzufliegen, während man früher mit dem Schiff mühsam hinreisen musste. Und da habe ich gedacht, nimmst du dir die Gelegenheit wahr und fliegst hin und schaust es dir selber an. RPR 1, Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von 5 Kontinenten. Wir fliegen nach Indien. Tobias 30, hast du eigentlich dein Motorrad mitgenommen oder hast da unten vor Ort eins gemietet? Also ich bin mit meiner Freundin hingeflogen. Was ganz erstaunlich ist, weil Frauen natürlich extrem Angst haben eigentlich vor Indien wegen diesen Vergewaltigungen, die man hin und wieder hört. Aber sie hatte eben den Mut, da mitzukommen und wir haben dann beschlossen, uns Motorräder vor Ort zu mieten, weil das Verschiffen von 2 Motorrädern ist a. extrem teuer und b. bekommt man im Notfall keine Ersatzteile für exotische Maschinen. Aber wenn man vor Ort was mietet, dann gibt's im Notfall alle Teile natürlich auch vorrätig und jeder kennt sich mit dem Motorrad aus. Deshalb haben wir gesagt, 4 Euro pro Tag Miete ist in Ordnung, fliegen wir hin, mieten's dort. Wo seid ihr gelandet? Wir sind in Mumbai, in der 12-Millionen-Stadt gelandet. Das ist natürlich erstmal ein Riesenchaos. Man spricht die Sprache nicht, man weiß gar nicht, wo die Hotels sind und so. Aber wenn man den Flughafen verlässt, stürzen erstmal die ganzen Tuk-Tuk-Fahrer auf einen. Die muss man erstmal überwinden. Da muss man einfach sagen, nee, no thank you und irgendwie weg. Weil in Indien spricht jeder mehr oder weniger Englisch. Das ist doch hilfreich, hatten wir gar nicht gewusst am Anfang. Und dann mit unseren kleinen Rucksäcken, möglichst wenig Gepäck, erstmal so grob orientieren in der Stadt. Und dann sind wir nach Goa gefahren, 15 Stunden lang mit dem Zug. Das war einfach ein Erlebnis für sich und dann haben wir von Goa aus diese Motorräder gemietet und sind dort eigentlich losgefahren. Ja. Die Zugfahrt fand statt mit Einheimischen dran? Ja, genau. Also der öffentliche Nahverkehr in Indien ist richtig klasse. Also innerhalb von Mumbai kann man für 15 Cent mit Bus und Bahn überall hinfahren in der Stadt. Und es gibt dann natürlich auch jede Menge Fernbusse, aber die Bahn mit 1,1 Millionen Angestellten ist der größte Arbeitgeber weltweit und das Schienennetz ist super ausgebaut. Und es gibt zwar einen normalen Touristenschalter, wo man die Tickets als Tourist eben, man darf die Tickets als Tourist nicht bei den Einheimischen kaufen, sondern muss an einen Touristenschalter. Aber wenn man sie dann hat, fährt man mit der ganz normalen Bahn, mit den ganz normalen Indern in der dritten Klasse in diesen doppelten Schlafwagen oder dreifach übereinander, diesen Betten-Schlafwagen, fährt man 15 Stunden und hat eigentlich seinen Spaß, hat auch sofort Kontakt mit den Menschen. RPR 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Tobias 30 ist heute Morgen bei mir aus Stuttgart angekommen mit dem Motorrad durch Indien, in Goa angekommen, wo du dir ja das Motorrad mieten wolltest. Das ist ja eigentlich die Stadt, wo vor 30, 40 Jahren das Hippie-Leben stattfand. Sieht man die eigentlich noch so an dem Straßenrand, die alten Hippies?
Also Hippies sieht man heutzutage weniger, stattdessen kommen immer mehr diese Luxushotels vor. Aber Goa war für uns auch nur so das Sprungbrett in das richtige Indien. Wir sind in Goa natürlich, Goa ist riesig touristisch, man kommt da an, nach 15 Stunden Zugfahrt, relativ müde, aber es gibt überall Hotels und die sind auch bezahlbar. Für 6 Euro mietet man sich zu zweit ein Hotelzimmer und kann erstmal die Nacht übernachten. Lecker Essen gibt es überall, an jeder Kreuzung stehen Leute und verkaufen irgendwelche gegrillten Sachen, die man auf Wunsch auch ohne Chili bekommt oder für 1 Euro einen gebratenen Fisch mit Reis. Da ist man dann gut erholt und kann schon Urlaub machen in Goa und dann kann man sich eben für 4 Euro am Tag ein Motorrad mieten und diese touristische Gegend verlassen und dann ist man wirklich im wilden Indien und dann geht es erst richtig los. Wo geht's denn da richtig los? Also es geht direkt von Goa 100 Kilometer ins Landesinnere, geht es gleich steil rauf, da fangen die Berge an und da ändert sich die Vegetation. Unten sind noch Palmen und es ist trocken und heiß und oben wird es richtig Dschungel und grün und auch feucht, also hin und wieder regnet es und da oben wachsen dann Kokosnüsse und es wächst der Kaffee, es wächst sogar der Pfeffer, also wir sind hier, wo der Pfeffer wächst. Und vor allen Dingen dort, wo keine Touristen sind, sind die Leute so extrem freundlich. Während sie noch in Goa immer so money money und auf Geld aus sind, sind sie dann oben im Dschungel wirklich gastfreundlich und auch sehr erfreut, wenn man sich interessiert für die Vegetation. Nehmen sie einen an der Hand, weil man sie ja nicht versteht und zeigen einem. Und dann, ach, das ist Pfeffer und das ist der Kaffee und das ist Tee. Also wirklich super. RBR 1, mein Abenteuer. Tobias ist so enthusiastisch dabei bei seiner Reise durch Indien mit dem Motorrad und seiner Freundin und hat es auch nirgendwo mal Angst um die Freundin, dass die Männer sie bekrapschen wollten? Nein, im Gegenteil. Also am Anfang ist man natürlich skeptisch und muss erstmal auch die Familie beruhigen, dass ich sie mitnehme und dass das in Ordnung sein wird und so. Aber vor Ort haben wir gemerkt, Mensch, das war sowieso ein riesiger Bonus, eine Frau da zu haben, eine weiße Frau, blonde Frau. Jeder wollte ein Foto mit ihr. Sie war wunderbar, also wirklich überall willkommen. Und die Leute hatten überhaupt keine Berührungsängste. Natürlich, die haben in Indien überhaupt keine Berührungsängste, aber das ist nicht böse gemeint. Man nimmt einfach jemand in die Hand oder in den Arm und will dann mit ihm auf irgendwelche Bilder. Also die Inder haben bestimmt von uns mehr Fotos gemacht, als wir von ihnen. Die Tiere, die du gesehen hast in Indien, das könnten ja eigentlich nur Kühe sein, die ja da besonders heilig sind und Hunde. Naja, also in Indien gibt es noch deutlich mehr Kühe. Es gibt natürlich überall auf der Straße Kühe, die schlafen einfach mitten auf der Kreuzung und der Verkehr wuselt ringsrum. Generell gilt das Recht des Stärkeren, das heißt, die LKWs und Busse haben immer Vorrang, aber dann wuselt man als Motorradfahrer da eben auch noch irgendwie zwischendurch rum. Hin und wieder hat man das Glück, Elefanten zu sehen oder so wilde Affen gibt es jede Menge, vor denen muss man sich richtig in Acht nehmen, weil wenn man anhält und gerade irgendwo was essen will und dann kommen Affen, dann klauen die einem das Brot direkt aus der Hand und wenn man da sich wehrt, dann beißen die einen und mit Tollwut, so sollte man vorsichtig sein, also da muss man lieber auf das Essen verzichten. Gleich nach 11 erfahren wir, dass die Polizei auch den einen oder anderen wegschickt und verschont. Und wie man dann damit umgeht, das erfahren wir gleich. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meutsch. Tobias Dreisig ist heute Morgen mein Gast. Er ist mit dem Motorrad durch Indien gereist, hatte seine Freundin dabei. Und gleich reisen wir auch in das Land der Maharajas. Er wollte ja auch mal sehen, wie die gelebt haben. Und er war in einem Camp drin gewesen, wo es die Elefanten gab. Und die Polizisten, die haben ihn weggescheucht. Wollten ihn nicht. Was da passiert war, erfahren wir gleich. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von Fingerhuthaus. Energieeffiziente Traumhäuser zum günstigen Festpreis. Mehr auf fingerhuthaus.de. RPR 1, mein Abenteuer. Ich hatte es eben angekündigt, Tobias, die Polizei nimmt ja eine sehr dominante Rolle in Indien ein. Und obwohl die Menschen euch ja oftmals Plätze zum Übernachten und Zeltmöglichkeiten gaben, aber die Polizei mag das nicht so, gell? Ja, das Thema Behörden und Polizei ist eigentlich in jedem Land der Welt immer ein Problem. Und in Indien war es halt so, dass selbst wenn uns Leute eingeladen haben, bei ihnen zu Gast zu sein und uns quasi in ihrem Garten erlaubt haben, das Zelt aufzuschlagen und dann uns zum Abendessen eingeladen haben, dann haben sie gesagt, ja, noch eine kleine Formalie, wir müssen sie leider bei der Polizei melden. Also es ist einfach eine Formalie, gar kein Problem, wir rufen da kurz an. Aber wir wussten dann, ein paar Stunden später kommt dann ein vollbesetzter Jeep mit 8 Polizisten und verscheuchte uns, es sei viel zu gefährlich, wir müssten weiterfahren. Und weil uns das ein paar Mal passiert ist, haben wir dann irgendwann beschlossen, gar nicht mehr abends zu fragen, ob wir irgendwo zelten dürfen, sondern uns einfach irgendwo wild zu verstecken.
Und das war natürlich meistens, weil Indien sehr dicht bevölkert ist, einfach haben wir auf den Navi geguckt, ein grüner Fleck. Und es waren dann meistens Nationalparks, in denen wir einfach wild gezeltet haben. Weil es war besser, irgendwo bei wilden Elefanten zu zelten, als in der Nähe von der Polizei. Hast du denn so einen wilden Elefanten neben dem Zelt stehen gehabt, als du morgens aufgewacht bist? Ja, wir hatten tatsächlich das Glück, öfters mal wilde Tiere direkt in der Nähe vom Zelt zu haben, auch Elefanten. Da muss man natürlich leise sein, man will sie nicht verscheuchen, man will sie auch nicht verärgern. Aber das war immer für uns ein großes Schauspiel, also so wilde Tiere und Natur wirklich live zu erleben. Ja, wir fanden es wirklich klasse. Indien insgesamt ist so stark bevölkert mit der über 1 Milliarde Menschen, dass du nie irgendwo alleine bist, gell? Ja, das ist richtig. Also außerhalb der Nationalparks gibt es eigentlich überall kleine Häuser oder Felder und sowas. Und auf den Feldern wächst natürlich was, das möchte man nicht zerstören. Und die Dörfer sind sehr eng und klein. Wenn man da fragt, ist man natürlich herzlich eingeladen zu übernachten, aber dann wird man, wie gesagt, von der Polizei verscheucht. Darum bleibt letztendlich einfach nur die Nationalparks oder solche Gegenden. RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von 5 Kontinenten. Tobias 30, heute Morgen aus Stuttgart angereist. Tobias, wenn man durch Indien reist und du das in Deutschland jemand erzählst, der sagt doch als allererstes, und wie oft hast du Durchfall gehabt? Nee, die fragen immer, war das nicht gefährlich? Aber es war nicht gefährlich und Durchfall war auch kein Problem, jedenfalls für mich nicht. Ich hatte das Glück, ja schon öfters mal im Ausland sein zu dürfen und irgendwie gewöhnt sich der Körper daran. Jasmin hatte ein bisschen mehr Probleme mit solchen Geschichten, aber letztendlich, wenn man was Gegrilltes, warm oder Heißes zu essen kauft, ist es eigentlich nie ein Problem. Und wenn man die Leute bittet, den Chili wegzulassen, dann lachen die auch und bieten einem das für sie geschmacklose Essen auch so an. Also das war gar kein Problem. Und es ist unglaublich günstig. Ja, Indien ist sowieso, also für das Geld, was man in einem Monat in Deutschland verdient, kann man da unten 3 Monate leben. Die Mieten sind günstig, der Sprit mit 70 Cent auch. Das Essen sowieso fast geschenkt. Das Einzige, was man richtig teuer bezahlen muss, ist Trinkwasser. Da zahlt man teilweise bis zu 1 Euro pro Flasche. Und das ist, was man bei uns in einer Toilettenspülung runterspült, ist da wirklich 10 Euro wert. Diese Maharajas früher hatten ja sehr dominant Indien beherrscht, ja, mit der englischen Kolonialzeit. Sieht man eigentlich diese großen Paläste noch, diese Maharaja-Paläste, oder sind die ein bisschen von der Karte verschwunden? Also es gibt hin und wieder noch als Sehenswürdigkeiten große Paläste, da sind dann tonnenweise Busse mit Touristen und sowas, aber das sind meistens die Orte, die wir dann schnell wieder verlassen haben. Da waren zu viele Touristen, wir wollten mehr die Natur sehen und die einheimischen Menschen. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Benötigt man eigentlich ein Visum für durch Indien zu reisen, Tobias? Ja, das war ein bisschen tricky. Wir mussten am Anfang ein Visum beantragen und dieses Visum kann man erst, oder dieses E-Visum für Deutsche, kann man erst 1 Monat vor Reisebeginn beantragen. Aber den Flug sollte man am besten schon 3 Monate vorher buchen, weil sonst die Preise zu teuer werden. Und dann hat man einen Flug gebucht und weiß noch nicht so sicher, ob man das Visum wirklich bekommt, weil es kann auch einfach ohne Gründe abgelehnt werden. Aber wir hatten das Glück, dass man dieses Visum dann beantragt. Dann gibt man den Namen der Großeltern und was weiß ich was, irgendwelche komischen Fragen, ein online und bekommt natürlich das Visum dann, wenn man Glück hat, bei On Arrival am Flughafen in Mumbai. Wie ist das Wetter gewesen zu der Zeit, wo du da warst? Und in welchem Monat warst du da? Wir waren im Winter dort, da war das Wetter super, also wir waren im November dort und die Regenzeit ist ja eher im Juni, Juli, aber im Winter war es eigentlich trocken, im Dschungel oben in den Bergen hat es trotzdem hin und wieder nachts richtig geregnet, da konnten wir dann zum Glück eine Plane kaufen und übers Zelt noch tun, aber es war die beste Reisezeit für Indien, also Winter. Was ja überwiegend in Südindien hast du dich aufgehalten. Genau, ja? Wenn man in Richtung Himalaya in Norden möchte, dann sollte man es im Sommer, wenn bei uns auch Sommer ist, tun, weil im Winter natürlich dort auch Schnee fällt und dann ist die Gegend unpassierbar. Und nirgendwo mal Angst um dein Motorrad gehabt, war ja eh nicht da, es war ja gemietet, so beklaut worden? Nee, also uns wurde einmal in der großen Stadt eine Sonnenbrille geklaut, aber im Prinzip waren wir echt überall unterwegs und hatten keine Angst. Wir waren in den gefährlichsten Slums, vor denen uns alle Leute gewarnt hatten, haben unser Motorrad vollbeladen da stehen gelassen. Die Leute haben uns zu irgendwelchen Tempeln geführt und so. Als wir zurückkamen, war alles noch da. Die Leute haben uns noch zu sich eingeladen zum Essen. Wir haben uns sehr sicher gefühlt und sehr willkommen. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Ich glaube, Tobias, das größte Problem in Indien ist der Müll. Den Müll, den findest du überall. Ja, das ist immer ein Anzeichen, dass man sich wieder einer Stadt nähert, wenn da Müllberge rumliegen, alles ist bunt, voll Plastiktüten und sowas und die Flüsse stinken, das Zeug, also gerade in den Städten schmeißen die Leute alles immer auf einen Haufen, der wird dann hin und wieder angezündet oder es wird alles in den Fluss geworfen und darauf gewartet, dass die Regenzeit irgendwann alles ins Meer schwemmt. Boah,
Das stinkt doch dann auch überall und die Ratten musst du doch da ja, sehen. Ja, es tatsächlich lebt im Müll sehr viel. Also es leben dort nicht nur die heiligen Kühe, die sich von Müll ernähren, sondern auch wilde Hunde, dann jede Menge Hühner und alles Mögliche. Ja, das hat Müll so an sich, dass dort Zeug lebt. Hin und wieder wird es verbrannt, wie gesagt, oder die Regenzeit spült den ganzen Plastik wieder ins Meer und dann geht der Spaß von vorne los. Hast du auch viele Obdachlose gesehen? Weil Indien sagt man immer so, jeder 20% leben auf der Straße. Ja, dort gibt es tatsächlich, also gerade in großen Städten wie Mumbai, gibt es tatsächlich Menschen, die schlafen auf dem Gehweg, die haben wirklich tatsächlich gar kein Haus. Aber selbst die sind extrem freundlich gewesen, wenn sie gesehen haben, da kommt ein Tourist abseits der typischen Touristengegenden vorbei. Dann haben sie uns teilweise Pfannkuchen angeboten und so. Ich wollte die bezahlen, die haben darauf bestanden, sie wollten kein Geld von uns und waren extrem hilfreich, wollten uns sogar Wege zu Gegenden zeigen. Nach denen wir gefragt haben, wo sie gar nicht wussten, wo die sind. Einfach wollten sie uns zeigen, um zu zeigen, wie willkommen wir sind und wie höflich die Menschen sind, zeigen sie einem den Weg, selbst wenn sie gar nicht wissen, wo es liegt. Und schicken einem im Zweifelsfall in die falsche Richtung. Du als Weitgereister kannst jedem empfehlen, mach das mal. Auf jeden Fall. Also Indien ist eins der leichtesten Reiseländer, genauso wie Thailand, Laos, Kambodscha. Wie gesagt, man bucht den Flug, muss sich durch diese Visa-Geschichte quälen, aber dann vor Ort sind die Leute einfach wirklich hilfsbereit. Die meisten sprechen Englisch, man bekommt für Geld sowieso alles vor Ort und die Landschaft ist gigantisch. Also grün, Natur, Dschungel, Hammer. Also, das war doch eine schöne Geschichte von Tobias 30. Schön, dass du wieder da warst. Sehr gerne. Wir lassen dich jetzt ins Schwabenländle, Spätzle essen. Ja, eher mal die Familie wieder besuchen nach langer Zeit. Ja, die freuen sich doch auch, dass du mal wieder da bist. Nächste Woche kommt Stefan Orth. Er ist Spiegel-Journalist des Magazins Spiegel. Und er war 2 Monate im Iran und hat dort Couchsurfing betrieben. Was er so alles erlebte, das erfahren wir nächsten Sonntag. Machen Sie es gut. Ich bin Rainer Meutsch und bedanke mich auch bei Fingerhut. Denn Fingerhut ist Ihr Ideengeber rund um das individuelle Bauen. Schauen Sie einfach mal nach www.fingerhuthaus.com. Tschüss. Das war der rpr1 Podcast. Mehr Infos im Netz unter rpr1.de.
Namaste. Morning.